Jo, also die Nip-Matches kann man sich auf jeden Fall immer geben, die sind ganz nett. Ah, oder die sind natürlich rauchen, das kann natürlich auch sein. Ach, die Dreckssucht, die ist hier. Sollen die mal CS suchten und nicht rauchen? Peanut auch schön. Rauchen, Red Bull trinken und Red Bull auspinkeln. Also ich finde Energy Drink gar nicht so schlimm beim zum Pissen. Also, dass man so dringend pissen muss. Da sind andere Sachen viel schlimmer. Naja, naja. Vielleicht kann ich mal ein bisschen paar Bilder zeigen oder so. Paar Bilder von Held for Ork vom heutigen Tag. Gut. Wenn wir ein bisschen Zeit überbrücken und dann kommen die Restarts. Was natürlich besser ist als Bilder angucken. Also danach vielleicht nochmal kurz durch die Bildergalerie durchklicken. Aber jetzt erstmal die zweite Halbzeit und die letzte Halbzeit auch aus. Es gibt noch eine Overtime zwischen Navi und Anexis. Navi jetzt als CT. Und Anexis natürlich als Terror. Na, wie mit einem Push. Und kriegen den First Track. Boah, warum laufen sie da so rein, wenn sie von hinten gepusht werden? Unverständlich, was sie da spielen. Die Anexis-Leute schon wieder. Schöne Backkante von Zanoi. Er wird aber schon über Haus. Oh Mann, schönes Messer von Edward. Aber die zweite Pistole geht an Na. Ne, Moment, die erste Pistole auf jeden Fall geht an Navi. Und bauen ihre Führung weiter aus 12 zu 4. Und ja, ich lehne mich mal nicht allzu weit aus dem Fenster, aber ich würde mal sagen, die Map können sie abschreiben. Hölle. Zweimal USP-Spar. Das ist interessant. Auch noch nie gesehen. So, und irgendwie wird jetzt im fünften Gang direkt durch drüber gefahren. Mit Nitro an der Base beschleunigt und den Ts in die Arme gelaufen. Da wollen sie wirklich schnell beenden. Und wir sehen echt schon eine Doppel-AWP in der dritten Runde. Oder habe ich mich verguckt? Nee, Starix und Makelov, klar. Lustig wäre es, wenn man. Ist doch was auch mal lustig, einfach so Doppel-AWP am B oder so. Einfach so offensiv beide und beide zielen irgendwie so, dass sie diese Standard-Aus-Move-Moves irgendwie, ja, umgehen halt, vorzielen, anders vorzielen. Naja. Das sind so ein paar Späßchen, die man wahrscheinlich nicht in einem offiziellen Match machen sollte. So, Anexis Contact House. Edward, da hat er gleich zu tun. Ui. Da hat er zu viel zu tun anscheinend. Krass, der war irgendwie noch nicht wirklich vorbereitet. Anexis war schon sehr weit vorn. Und er hat noch irgendwie mit U an der USP rumgespielt. Und damit geht die erste Equipped Round schon direkt an der Nexus und sie hatten eigentlich kein Geld. Sie haben es mir komplett mit Low Equip geschafft, die Runde zu gewinnen und das spricht eigentlich für Na die Navi-Deckung. Also habe ich echt verstanden, was Edward da ge gemacht hat. Däumchen gedreht oben.
Weil es natürlich auch eine gute Ansage war von Barry. Wenigstens kriegen sie beide AWPs durch. Das heißt, der Rest wird kaufen können. Also, was heißt können? Sie werden kaufen. Bringt ja hier nichts, mit 2 AWPs irgendwie rumzugummeln. Nein, 2 AWPs können schon mal das Spiel drehen oder halt eine Runde entscheiden. Reicht eigentlich auch nur eine. Sie friest irgendwann gegen Maus auf Inf. Alle hatten Eco, friest nach AWP gesaved und holt einfach mal die Runde dann. Schön, dass man da ein Haus die Awe hat. Sehr gut. So, Starix sollte jetzt eigentlich wegschieben. Oh, er geht direkt nochmal. Boah! Schöner Quickshot. Sau stark von Starix. Schöne 2 Opening Frags. Tja, was macht der Nexus jetzt? Zieht er vielleicht nochmal rein? Naja, bleibt einfach weiter oben. Rechnet auch gar nicht mehr mit, dass das Haus noch was kommt. Oh nein, da hat er in die Fläche noch geguckt. Boah, aber super Deckung jetzt von Navi. Haben da wenig Probleme. Sehr gut aufgepasst von Edward noch am Spot. Navi mit der 14. Runde, 14-5 overall. Anexis dürfte low on money sein. Jo, da werden auf jeden Fall Waffen gelegt. Heißt, nicht jeder wird eine AK haben. 2 AKs. Eine Diegel. Da wird gekauft, was geht. Er sieht mir so, wie spät Anexis da gebraucht hat, um zu degen. Edward, Makelov war da schon längst mit oben. Oder Starix. Und hat T-Schräge gebankt. Auch ein nettes Doppel da mit Starix und Senja. Um da einfach nicht Gefahr zu laufen, überrannt zu werden. Ich glaube, haben sie das direkt verstanden, dass da 2 geblockt haben. Und gehen jetzt gegen Markloff, der dort alleine ist. Senja wäre aber relativ früh da. Je nachdem, wie viel. Nein, ich wollte gerade gehen. Jetzt zu ihm gehen. Je nachdem, wie viel Zeit er rausholen kann. Und er kann viel Zeit rausholen. Da sieht man es wunderbar. Senja ist instant zur Stelle. Boah, schöner Quickshot. Und noch ein. Da will man den Movie Fake. Senja aber zur Stelle. Navi mit dem Draw sicher. 15-5. Ach, was eine enttäuschende letzte Map. Nachdem wir hier wirklich eine hervorragende erste gesehen haben, eine noch viel hervorragendere zweite Map. Ja, sehen wir jetzt hier doch eine sehr enttäuschende Leistung von Anexis. Und in der letzten Runde auch nur noch Deagles. Anexis weiß, dass Navi weiß, dass Anexis low equipped ist. So ist er wirklich schon am gut Gas geben im Döner. Bei Anexis ist auch nur Chaos drin. Da wird ein bisschen rumgefahren im Nerfeichen. Da steckt keine wirkliche Struktur dahinter. Krass, sind ja auch schon die Schräge durch. Aber das wissen sie anscheinend. So, 3 sind es noch an der Zahl. Und dann ist es amtlich. Na? Ein paar Respektschellen, aber. Das wird nichts bringen. Ja, jetzt nehmen sie das Gas raus. Aber beide halt low. CTs haben schon so viel Raum eingenommen. Ja, wobei, ziehen sie nochmal weg.
falsche Mitte und genau über ihm ist Lomme. Wenn man da guckt. Boah, er hat ihn nicht gesehen. Und Edward hat jetzt die Steps gehört. Wurde Mitte geflasht. Boah, sie können gerade fast nochmal B rauf. Aber Markloff zielt nur nach Barry mit 13 AP. Zeus ist am Gas geben. Hinten auch schon safe. Also wenn das Barry macht, dann dann hole ich mir Krüger Kaffee. Macht auch nicht. Jetzt ist es auch endlich amtlich. 16:5 gewinnt Navi. 2:1 nach Maps. Sind somit Gruppenerste im... in der Gruppe B. Genau. So, 1...